Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und begrüße euch ganz herzlich zu StarCraft 2. Ja, es wird Zeit, es ist endlich gekommen. Und wie wird dieses Let's Play aufgebaut? Ganz einfach vom Prinzip her. Wir werden hier die Kampagne durchspielen, das sollte euch klar sein. Wir werden es in 4 Abschnitten dieses Let's Play führen. Das heißt, es wird ein Let's Play zu Wings of Liberty geben, es wird ein Let's Play zu Heart of the Swarm geben und es wird natürlich ein Let's Play zu Legacy of the Void geben und natürlich nochmal hier in Missionspakete von Novas Geheimmission. Wir werden jetzt sofort die erste Episode, begrüße ich euch ganz herzlich hier mit dazu, und wir werden mit Wings of Liberty beginnen. Ich habe noch gar nichts gespielt. Wir werden uns jetzt das Video erstmal anschauen, um zu schauen, was ist jetzt hier, was losgeht. Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Gefangene, vortreten auf die Plattform. Sträfling 626, Mörder, Pirat, Verräter. Heute kommen Sie frei. Doch Sie werden bald sehen. Selbst Freiheit hat ihren Preis. Ihr Gefängnis begleitet Sie. Diese Rüstung wird Ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. So, da haben wir das kleine Video jetzt gehabt, was bisher geschah, auch noch dazu. 300 Jahre lang glaubten die Menschen im Corpolo-Sektor, sie wären allein. Das war ein Irrtum. Die Zerg kamen,
und verschlangen alles in ihrem Weg. Es dauerte nicht lange, bis die höchst fortschrittlichen Protoss die verseuchten Welten zu Asche verbrannten, samt Zerg und Terranern. Ein Krieg mit drei Parteien, wie ihn die Menschheit noch nie erlebt hatte, brach buchstäblich über Nacht aus. Unterdessen tobte auch Bürgerkrieg unter den Menschen. Marshal James Rayner schwor, Diktator Arcturus Mengsk zu stürzen, als dieser seine große Liebe verriet. Sarah Kerrigan. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können Sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen Sie uns aus dem Orbit. Sofort! Kerrigan, eine loyale Agentin, wurde den Zerg ausgeliefert. Doch die Zerg töteten sie nicht. Sie verwandelten sie und entfesselten ihre enorme psionische Macht gegen den Coprolo-Sektor, während sie weiter nach ihrem eigentlichen Ziel suchten, der Heimatwelt der Protoss, Ayur. Die Protoss ahnten nichts von dieser Gefahr und reagierten nur langsam. Ihre Regierung, die Konklave, entsandte Exekutor Artanis, um Tassadar zu jagen, welcher die Auslöschung der verseuchten Terraner-Welten verweigert hatte. Sie trafen auf einen der dunklen Templer, welche bei der Konklave als Ketzer galten. Mit viel Anstrengung überzeugte Zeratul Tassadar und Artanis, dass er nicht ihr Feind war. Zusammen führten sie Protoss beider Fraktionen gegen die Zerg. Trotz des Zorns der Konklave errangen sie bedeutende Siege gegen den Schwarm. Doch als Zeratul einen Zerebraten des Overminds vernichtete, legte er seinen Geist offen. Aus seinen Gedanken erfuhr der Overmind Ayurs wahre Position. Der Schwarm stürzte sich auf die Heimatwelt der Protoss mit all seiner Macht. An jenem Tag war es Tassadar, der die Protoss vor der Vernichtung bewahrte. Er kombinierte die Macht der Templer und der dunklen Templer und opferte sich, um den Overmind zu töten. Ayur war verloren. Doch Artanis führte die Überlebenden auf die Heimatwelt der dunklen Templer, Shakuras. Alte Vorurteile wurden abgelegt. Die Templer standen nun in der Schuld ihrer dunklen Brüder. Ohne den Overmind zerbrach der Schwarm. Doch Kerrigan griff nach seiner Kontrolle und holte sich dazu selbst alte Feinde zu Hilfe. Irena, Mengsk und Zeratul. Nachdem sie ihre Herrschaft zementiert hatte, verriet die Königin der Klingen jeden Einzelnen. Milliarden Menschen und Protoss starben. Niemand stand mehr gegen die Zerg. Doch zu aller Erleichterung schien der Krieg damit beendet. Zeratul vermutete, die Zerg seien unter die Kontrolle dunkler Mächte gefallen. Er entdeckte Prophezeiungen, dass ein uraltes Wesen, Amon, Zerg und Protoss zu schrecklichen Hybridwesen verschmelzen wollte. Und dass dieses Böse Kerrigan vielleicht bereits kontrollierte. Zur selben Zeit wurde der als Held angesehene Exekutor Artanis zum Anführer sowohl der Templer als auch der Nerazim bestimmt. Als Hierarch vereinte Artanis beide Fraktionen und versprach ihnen wieder zu dem Ruhm zu verhelfen, den sie auf Ayur verloren hatten. Doch für Jim Rayner ist eine solche Einigkeit nur ein Traum. Mengsk herrscht noch immer. Und Rayners kleine Rebellion konnte gegen den Propagandaapparat der Liga nichts ausrichten. Vielleicht wird es Zeit für eine neue Strategie. Vielleicht wird Ist es wirklich Zeit dafür? Ja, Blizzard ist ja bekannt, dass sie grandiose Videos machen können und das zeigen sie uns auch. Sie verfügen über wenig bis gar keine Erfahrung mit Strategiespielen. Sie verfügen über einige Erfahrung mit Strategiespielen. Oh, das ist schwer. Wählen Sie schwer, wenn Sie eine Veteran in Sachen StarCraft sind. Wählen Sie brutal nur, wenn Sie ein Experte in Sachen StarCraft sind. Eigentlich würde ich sogar moderat nehmen. Das ist das Alte. Aber ich werde es aber auf normal versuchen. Was anderes kommt nicht in Frage. Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. So, da habe ich natürlich jetzt weiter gedrückt, weil das kennen wir ja eigentlich schon. Masara, Grenzwertterritorium der Liga. Coprola Sektor, Neukolonie, kolonisiert 2502. Eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort.
Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor, doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalftete Rebellen wie Jim Raynor zu jagen. Jim Raynor stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell, darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Kerrigan. Dieser Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Schon sehr bald. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir, du miese Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Ja, was auf jeden Fall Blizzard machen kann, ist in Videos inszenieren. Und das auf die brutalste Art und Weise. Die Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. So, Tag der Befreiung. Zerstören Sie den Außenposten der Liga. Ja, wir sind in der ersten Mission. Dann starten wir sie doch mal gleich. Territorial habe ich auch vorhin noch gemacht. Schlagen wir als erstes zu. Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind, aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. So, alles klar, dann wählen wir erstmal unsere Einheit aus und gegen uns, ja? Mal. Wohin überhaupt? Commander, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Mhm. Kannst auf mich zählen. Okay. Klicken Sie auf den Reiter-Tutorials. Okay, das habe ich eigentlich schon gemacht. Bitte auf Abstand und halte die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Klingt gut. Geht bloß nicht diese Straße lang. Wieso? Raiders rocken. Ah, das hier. Zeig mir sie dann. Du kannst auf mich zählen. Raynor muss überleben. Okay. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Mhm. Okay. Raiders rocken. Ich kann Max Visage nicht mehr sehen. Jagt das Ding 6 Stück müssen wir kaputt machen, alles klingt klar. Klingt gut. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Hey, guck mal, da ist ein Auto. Wo sind die alle hin? Es wird auch mal cool, ins Auto einzusteigen. Geben wir ihnen Saures. So, nieder mit den... Was? Meine Familie! Meine Nachbarn! Du kannst auf mich zählen. Alles klar. Das sieht langsam richtig übel aus. Raiders rocken. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Sehr schön. Die Kavallerie ist da. Da haben wir jetzt ein paar mehr. Arbeitet. Kann ich die auch alle kaputt machen? Mal schauen. Nee, die kann ich nicht kaputt machen, alles klar. Bewegen wir uns mal. Nee, da erstmal. Euch in den Hintern. So, wo ist Raynor?
Jim Raynor, der hat noch genug Lebenspunkte. Das ist Raynor, der meistgesuchte Mann der Liga. Das war's mit euch. Das nächste Holo-Port der Liga ist auch hinüber. Kannst auf mich zählen. So, Dele. Ich weiß nicht, hier runter. Ich gehe erstmal hier runter. Da ist doch noch einer. Eure Freiheit muss geschützt bleiben. Scheißdreck, muss sie geschützt bleiben. Oh, das ist gar nicht gut. Hm, was denn ist nicht gut? Ich sehe nämlich noch nichts. Klingt gut. Also, ab und zu sind die Dialoge schon genial. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Hm. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung! Was für Babsäcke. Du kannst auf mich zählen. Auf Zivilisten zu schießen, unfassbar, ey. Ich trete euch in den Hintern. Tödlich. So, nächste Rolle. Oh! Tödlich. Helfen wir ihn. Es gibt eine ganze Menge, wofür Minsk zahlen muss. Danke, Raynor. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Nee, auf keinen Fall. Da vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Marshal Raynor, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Ja klar. Wir halten dir den Rücken nichts frei, Besseres Raynor. Zu tun. Ja, auf Arrest zu gehen. Gefangen zu werden. Helfen wir ihnen doch. Du kannst auf mich zählen. Ich trete euch in den Hintern. Aufs Kessel Logistikzentrum greifen, damit ist die Mission dann fertig. Sehr schön. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. So, Erfolgerung, Tag der Befreiung. Raynor ist zurück, nieder mit Mans. Töten Sie ihn. Sie, Tag der Befreiung auf dem. Achso, Schwierigkeitsgrad schwer. Nö, das hat schon gereicht. Befreite Zivilisten. Ja, okay, das ist ja schlecht, eh? 61, egal. So, Leute, das war die erste Episode von StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich danke euch vielmals fürs Einschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.